Grüß euch, Lieben, willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch meine drei Lieblingslandespots in Warzone 2.0 zeigen. Ob das nun die besten Landespots sind, das kann jeder für sich beantworten. Doch für mich persönlich sind es aktuell schon nice Spots. Der erste Landespot ist in Rohan Oil. Ich zeige euch das jetzt immer hier mit auf der Karte, wo ihr dann abspringen müsst. Und auf jeden Fall, wenn ihr in Rohan Oil abspringt, dann findet ihr dort immer einen Heli. Und der ist relativ safe. Denn das Coole an diesem Landespot ist, dass da irgendwie kaum Leute abspringen. Natürlich kann es immer passieren, dass sich dann einer hinfeuert, wie bei mir hier auch. Aber generell ist der Spot definitiv immer relativ ruhig. Was ihm auch zu den sichersten der drei Landespots macht, die ich euch heute zeigen will. Das Geile ist halt, du kannst hier looten. Du hast hier verschiedene Zelte. Du hast verschiedene Häuser, die du rein kannst, wo du relativ viel Loot findest, eigentlich auch immer eine Weste, auch ordentliches Startkapital an Kohle und das Ganze ist erstmal cool, um dich grundlegend erstmal auszurüsten. Das Coole ist aber, du wartest erstmal kurz ein bisschen, wenn du dich equipped hast, beziehungsweise musst du ja gar nicht warten, wenn du eh schon eine Weile dort bist und lootest. Und dann kommt die erste Zone und kurz danach kommen ja dann die Festungen, beziehungsweise werden die Festungen dann ja freigeschalten und dann kannst du dich ganz gechillt einfach in den Heli setzen, den du zwischendurch auch immer im Auge behalten solltest. Kann ja sein, dass trotzdem einer abspringt und sich den Heli dann schnappen will. Und dann fliegst du mit dem Heli einfach direkt zur nächsten in Festung, bist ja durch den Heli mega schnell, jumpst ab und hast dein Loadout. Der zweite Spot ist ein Hydroelectric. Mittlerweile auch ein relativ bekannter Spot, aber natürlich nicht bei jedem. Und das Coole da ist, du hast immer geilen Loot. Du musst schon einfach ins Wasser fallen lassen, unten dieses Fass oder was das auch immer ist, öffnen und hast eigentlich immer eine Dreierweste direkt am Start. Manchmal dazu sogar noch eine Drohne oder eine Fennec oder sowas. Also findest du dort immer guten Loot. Ringsherum sind auch viele Häuser, in denen du auch looten kannst. Und du hast direkt einen Shop. Das heißt, wenn du direkt schon Kohle gekauft hast, könntest du da direkt auch eine Drohne holen oder sogar dein eigenes Loadout mittlerweile. Hier solltet ihr aber definitiv ein bisschen mehr aufpassen, denn der Spot, der wird dann doch schon mal jetzt recht gerne besucht. Alles, was ich euch heute hier erzähle, zählt natürlich eher für den Solo-Battle Royale. Das heißt, im Team könnt ihr auch abspringen, aber müsst ihr teilen, wa? Der dritte und beste Lieblingsspot meiner Meinung nach ist in Al-Masrah City. Und zwar die Bank dort. Da echt vorsichtig sein, weil das ist auf jeden Fall der bekannteste von den drei Spots und auch der gefährlichste. Denn da wissen mittlerweile echt viele, auch durch Al-Masrah City überhaupt, weil da viele landen, weil da viele Hochhäuser sind und so weiter, dass es da echt guten Loot gibt. Schon allein in der Bank gibt es so viele Kassen, wo ihr so viel Geld rausholen könnt, so viele Schränke mit gutem Loot, wo auch nochmal Geld drin rumliegt, dass ihr eigentlich, wenn ihr einmal durch die Bank gelaufen seid, direkt an den Shop könnt, der auch wiederum in der Nähe ist, geile Autos in der Nähe sind und ihr könnt dort direkt ins Auto steigen, zum nächsten Shop fahren, dort euer Loadout holen, eine Drohne holen, wenn noch eine da ist und seid da definitiv dort echt am besten equipped, wenn ihr dort landet und wenn ihr euer Zeug dort wirklich zusammenlooten könnt. Da springen aber eigentlich zu 100%, wenn die Bank gerade nah an der Route des Flugzeugs ist, bevor du rausspringst, springen da eigentlich so viele mit raus, dass es immer ein bisschen knifflig ist, was aber auch wieder spannend ist, weil du hast wirklich im Early Game direkt schon ein paar Kills. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, welche der drei ihr schon kennt, welche ihr ausprobiert habt und wie ihr die Spots findet. Und natürlich noch viel wichtiger, was sind eure Lieblingsspots? Da kann ich die nämlich auch mal ausprobieren. Danke fürs Zuschauen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal kostenlos. Bis zum nächsten Video. Haut rein!